Hast du eigentlich schon deine Grippeschutzimpfung? Nee, habe ich bestellt. Habe ich noch gar nicht abgeholt. Wollte ich heute machen. Aber ja, scheiße, müssen wir machen. Aber warte mal, wo du gerade dabei bist. Das ist ein gutes Thema, oder? Eigentlich haben wir jetzt unser Thema für heute gefunden, oder? Ja. Lass mal drüber schnacken. Grippe. Das ist Marcel, ich bin Timo. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir sind seit über 10 Jahren Ärzte. Bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen als Saft in den Akku gespeist. Also wir hatten ja gerade vor einigen Wochen die Erkältung und heute kommen wir mit Grippe. Und das verstehen ja viele eigentlich häufig als gleiche oder ähnliche Erkrankung. Insbesondere die, die sagen, sie hätten einen grippalen Infekt. Richtig. Ja? Oder sie haben wieder die Grippe. Das hört man ja auch. Sagen auch ganz viele. Richtig. Ja? Aber was ist das eigentlich? Kommen wir zunächst zum Gleichen. Es ist eine akute Atemwegserkrankung. Genau wie bei der Erkältung. Aber bei der Grippe durchs Grippevirus ausgelöst. Und das ist der riesengroße Unterschied zur normalen Erkältung. Also eines der größten Unterschiede ist schon mal die Heftigkeit der Ausprägung der Erkrankung. Im Unterschied zur Erkältung sind die oberen und die unteren Atemwege betroffen. Das heißt, das Grippevirus ist allein in der Lage, eine Lungenentzündung auszulösen, ohne zusätzliche gemeinsame Infektion mit Bakterien. Zusätzlich kommt es zu starken Allgemeinsymptomen wie heftige Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Fieber, Schwindel, Schwächegefühl. Und was genau ist jetzt das Grippevirus? Also grundsätzlich handelt es sich bei der Grippe erstmal um ein Grippevirus, wie Marci eben schon gesagt hat. Ein Virus besteht aus Erbinformationen, was von einer Proteinhülle umhüllt ist. Und diese Proteine sind ganz besonders, gerade bei der Grippe. Es gibt nämlich zwei verschiedene Oberflächenproteine. Das eine ist das Hemagglutinin, das andere ist die Neuraminidase. Davon gibt es verschiedene Untertypen wiederum, die dann für den Namen der Grippe sorgen. Das habt ihr alle schon mal gehört, das ist H1N1, H5N3, H7N9, irgendwelche verschiedenen Gruppen gab, weil eben diese Oberflächenproteine sich unterscheiden. Das Grippevirus selbst hat nochmal drei Untertypen, A, B und C. C ist eigentlich harmlos. Das kann man wirklich dann mal mit einer Erkältung von der Symptomatik verwechseln. Es ist aber etwas völlig anderes. Bei dem B-Virus ist es so, dass es auch mal heftige Erkrankungen geben kann. Auch da gab es schon Pandemien, auch da gab es viele Epidemien. Das gefährlichste der Grippeviren ist aber der Subtyp A, das die Influenza A, die eben schon für so schreckliche Nachrichten gesorgt hat. Um nochmal genau zu erklären, was so ein Virus eigentlich macht. Ein Virus sorgt dafür, in die Zelle aufgenommen zu werden. Die Zelle wird dadurch umprogrammiert, nur noch dieses Virus herzustellen und wird dabei selbst zerstört. Das Besondere bei dem Influenza-Virus ist jedoch, dass bei der Produktion dieser Viren so oft Schreibfehler entstehen und dadurch diese von ihm schon beschriebenen Oberflächenproteine sich ständig verändern können, wodurch das Immunsystem immer wieder hinterherhängt, da die Antikörper, die gegen dieses Virus schon hergestellt wurden, nicht mehr funktionieren. Somit müssen jedes Mal neue Antikörper hergestellt werden und das dauert jedes Mal seine Zeit. Durch diese ständigen Veränderungen hat es dieses Virus geschafft, seit 1918-19 in Abstand von 10 bis 15 Jahren immer wieder für Epidemien oder sogar Pandemien zu sorgen und unglaublich viele Menschenleben dahin zu raffen. Damn. Aber weißt du das eigentlich so genau? Also ich meine 1918, da gab es mich noch gar nicht. Gab es mich irgendwie noch nicht so hast richtig. Du, gezählt hast du nicht? Nee, gezählt habe ich nicht. Aber es gibt tatsächlich ganz gute Zahlen darüber. Mhm. Das wurde ziemlich genau niedergeschrieben. Wer hat denn gezählt? Hast du? Ich habe das nicht gezählt, ja. Aber das liest man so immer überall. Okay, jedenfalls sagt man, dass etwa 50 bis 100 Millionen Menschen schon gestorben sind durch Grippe. Richtig. Und alleine 1918-19, die spanische Grippe, hat die Hälfte davon dahingerafft. 50 Millionen Menschen. 50 Millionen Menschen. Jetzt hast du gerade Epidemie und Pandemie gesagt und ich glaube, das sollten wir nochmal erklären. Also eine Epidemie, das ist ein Auftreten einer Erkrankung an vielen Menschen aus einer Population. Das heißt also, wenn jetzt in Deutschland mehrere Menschen an einem Virus, an einer Grippe erkranken, das ist eine Epidemie. Eine Pandemie ist das Gleiche, nur viel größer gedacht. Über Ländergrenzen und manchmal sogar über Kontinentgrenzen hinweg. Das heißt also, wenn diese Grippe hier aus Deutschland auf einmal auch in Amerika auftritt und in Asien auftritt und in Afrika auftritt. Fun Fact,
Er hat gerade spanische Grippe gesagt. Nee, warte. Habe ich wirklich spanische Grippe gesagt? Ja, ich habe dann nur von 1819 gesprochen, oder? Ja, nee, du hast es schon, also das ist schon ein paar Sätze her, aber du hast spanische Grippe gesagt, auch in dem Kontext. Ja, ja. Dass das die Grippe 1819 war und die 50 Millionen Menschen dahin gerafft hat. Jetzt haben wir es nochmal wiederholt. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ja. Okay. Jedenfalls. Man könnte denken, und das ist ein bisschen irreführend, die spanische Grippe wäre aus Spanien gekommen, aber das ist nicht der Fall. Denn der Name rührt eher daher, dass Spanien im Ersten Weltkrieg neutral war und somit eine relativ freie Presse hatte und negative Schlagzeilen über das eigene Land machen durfte. Und somit dachte man anfangs, die spanische Grippe gäbe es nur in Spanien. Beziehungsweise hat man immer nur über Grippe in Spanien gelesen und daher kam der Name. Jetzt aber nochmal zurück zum Ernsten. Es ist wichtig, dass keiner glaubt, dass das Grippevirus nur manchmal so schlimm ist. Es ist jedes Jahr so schlimm. Jedes Jahr sterben 500.000 Menschen weltweit gesehen an so einer Grippewelle. Auf Deutschland betrachtet sind das 10.000 bis 20.000, die jedes Jahr an der Grippe sterben. Aber dabei handelt es sich meistens um immungeschwächte Menschen, wie zum Beispiel alte, kranke oder auch sehr junge Menschen, bei denen es dann zu einer Infektion vieler weiterer Organe kommt. Genau, man hat nämlich in pathologischen Untersuchungen, also diese Fachärzte, die die Leichname untersuchen, hat man diese Influenza-Nachweise schon in Kleinhirn, in Milzzellen, in Zellen der Bauchspeicheldrüse, in Herzmuskelzellen und in vielen anderen Organen nachweisen können. So, aber wenn man jetzt so eine Grippe hat, kann man die einfach auch so aussitzen wie so eine Erkältung? Das würde ich nicht empfehlen. Also wenn man ein wirklich ausgeprägtes Krankheitsgefühl hat, wenn man hohes Fieber hat als Erwachsener mit 42 Grad Fieber, wenn man unglaubliche Muskelschmerzen hat und wenn man schon merkt, dass so Druck auf der Brust entsteht und eben nicht nur Halsschmerzen da sind, dann gehört man auf jeden Fall in ärztliche Behandlung. Man muss nicht gleich ins Krankenhaus, aber man sollte zum Arzt gehen. Genau, und der hat erstmal die Möglichkeit, wenigstens die Symptome zu behandeln, also was gegen Schmerzen zu machen, das Fieber ein bisschen zu senken. Der kann anraten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und wenn es zu einer stärkeren Ausprägung der Erkrankung kommt, dann gehört man in ein Krankenhaus. Zum Beispiel, wenn man die Pneumonie hat, die Lungenentzündung, die daraus entstehen kann. Und da haben wir Ärzte dann die Möglichkeit, mit zwei Medikamentengruppen zumindest zu versuchen, dagegen vorzugehen. Aber insgesamt sind die Behandlungsmöglichkeiten, wie bei vielen anderen viralen Infekten, leider immer noch ziemlich eingeschränkt. Und die Studienlage dieser Medikamente ist auch widersprüchlich. Und man kann nicht mit Gewissheit sagen, dass das, was von den Herstellern versprochen wird, auch wirklich so eintritt. So, und was kann man denn machen, um eventuell gar nicht erst so eine Grippeinfektion zu bekommen? Die wichtigste Maßnahme, die von den Regierungen der Länder getroffen wird, ist die Empfehlung der Impfung. Und sollten wir jetzt auch alle geimpft werden? Nein, natürlich sollen wir nicht alle geimpft werden. Bei uns gibt es eine ständige Impfkommission. Das ist ein Fachgremium und die empfehlen, wer geimpft werden sollte. In Deutschland sind das beispielsweise Menschen über 60, chronisch Kranke, gesunde Schwangere. Menschen, die wie wir im Gesundheitswesen arbeiten. Menschen, die in einem Job arbeiten, wo sie viel Publikumsverkehr haben. Auch Menschen, die viel mit Vögeln in Kontakt kommen, sowohl mit Wildvögeln als auch mit Geflügel, die zur Schlachtung gezüchtet werden. Daran sieht man schon, vieles davon ist Auslegungssache und dadurch können sehr viele Menschen in Deutschland geimpft werden. Und sollten das auch tun. Aber man muss bei der Impfung bedenken, dass man immer nur abschätzen kann, welcher Virusstamm für die saisonale Grippe verantwortlich sein wird, weshalb es sein kann, dass die Impfung vielleicht nicht helfen wird. Allerdings muss man sagen, dass bei jungen Gesunden ein Impfschutz von 70-90% besteht. Jetzt behaupten auch immer so viele, man kriegt die Grippe von so einer Grippeschutzimpfung. Ja, das ist ja auch Bullshit, ne? Weil meistens sind das Totimpfstoffe und diese Totimpfstoffe machen gar keine Grippe. Also was man kriegen kann, ist leichtes Fieber. Bei bis zu 5% der Patienten, die geimpft werden, entsteht ein leichtes Fieber. Manchmal kriegen die auch so ein bisschen allgemeine Krankheitssymptome, die nichts mit der Grippe zu tun haben. Und ein Drittel der Patienten kriegt eine leichte Rötung an der Einstichstelle. So, wie sieht es jetzt aus mit so einer Pandemie? Müssen wir noch Angst haben davor? In der Theorie sollten wir schon Sorge davor haben. So etwas kann wieder entstehen. Ich glaube nicht nochmal mit dem Ausmaß einer spanischen Grippe, weil die Voraussetzungen heute anders sind. Aber die Gefahr besteht. Aktuell sieht es eigentlich so aus, dass der meiste Fokus auf dem Typ H5N1 liegt.
Das ist das, was man im Allgemeinen eigentlich als Vogelgrippe versteht. Mhm. Inzwischen gab es Übertragungen von Vögeln auf Menschen in insgesamt über 800 Fällen, wovon die Hälfte tatsächlich verstorben ist. Berücksichtigen dabei sollte man, dass es in den 90er Jahren mit wenigen Menschen begonnen hat und bis heute über 800 ist doch schon eine eher beunruhigende Entwicklung. Das Problem aktuell ist, dass, dazu sollten wir glaube ich nochmal zwei Begriffe erklären, ja, und zwar, das müssen wir. Und zwar die Infektiosität und die Virulenz. Dabei besagt die Infektiosität, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich tatsächlich krank werde, wenn ich in Kontakt mit einem Erreger komme. Also, würde ich dich zum Beispiel feucht ansprechen? Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Timo dann krank wird? Bei der Virulenz handelt es sich darum, dass, wenn er tatsächlich krank wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer heftigen Ausprägung? Richtig. Bei der Vogelgrippe, also dem H5N1, handelt es sich aktuell noch um ein Virus mit einer geringen Infektiosität, insbesondere unter Menschen, und einer sehr hohen Virulenz, denn fast 50% der Erkrankten sind bis heute verstorben. Wir haben euch vorhin ja erklärt, dass beim Abschreiben dieser Viren, bei der Replikation, bei der Vermehrung dieser Viren, viele Fehler entstehen. Jetzt kommen die Schweine ins Spiel. Wir meinen die richtigen Schweine. Bei den Schweinen ist das so. Normalerweise gibt es Vogelgrippe für die Vögel und es gibt die Menschengrippe für die Menschen. Und da gibt es unterschiedliche Proteine an der Oberfläche und in unserem jeweiligen Körper gibt es unterschiedliche Rezeptoren, an die die angreifen können. Im Schwein gibt es leider Rezeptoren für die Vogelgrippe und auch für die Menschengrippe. Das heißt, im Schwein können zwei dieser verschiedenen Grippearten ineinander vereint sein. Das heißt, theoretisch ist es möglich, in so einem Schwein, dass diese hochvirulente Form der Vogelgrippe zusammen mit einer hochinfektiösen Menschenvariante durch Abschreibfehler zu einem neuen Virus führen kann, der jetzt also besonders viele Menschen infizieren kann und wenn er sie infiziert hat, auch noch tödlich verlaufen kann. Ich glaube, das ist jetzt echt ein bisschen traurig am Ende, oder? Ja, das reißt uns nicht traurig, aber irgendwie ganz schön drastisch. Das reißt uns alle runter. Okay, drehen wir das Ganze ein bisschen um, damit es ein bisschen positiver wird. Man kann ja ein bisschen vorbeugen. Definitiv. Ne? Hände waschen, Hände desinfizieren. Ey, und hängt nicht immer mit Vögeln ab. Okay, jetzt hören wir auf, ne? Ja, jetzt hören wir auf. Spanish flu killed more people in 24 weeks than HIV killed in 24 years. Depressing. Okay. Okay, haus raus. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir haben noch genug Zeit, diese zu beantworten. Wir haben auch Bock drauf. Habt ihr Themenvorschläge, schreibt sie ebenfalls in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Und ansonsten, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 10 nach 12, holy shit. Mal sehen, ob jetzt wieder irgendwas nicht geklappt hat. Ob hier irgendwas nicht geklappt hat. Zusätzlich kommt es zu starken Allgemeinsgenüssen. Die eben für schon so schreckliche, die eben schon. Das Grippevirus selbst besteht aus drei verschiedenen Subtypen, A, B und C. Das mal. Habe ich Tüten gesagt. Das Virus besteht doch nicht aus Tüten. Nee. Somit war Spanien eines der wenigen Länder, das davon, das muss ich jetzt einfach nochmal von vorne machen. Nice. Sehr gut.